Hallo. Hallo! Heute malen wir einen Jacaranda-Baum, und zwar den hier. In seiner ganzen Blütenpracht. Und diese kleine Kleckse zeigt euch ganz genau Schritt für Schritt, wie es geht. Und diese kleine macht das Video. Bis gleich! Tschüss! Für unseren Jacaranda-Baum nehmen wir heute folgende Farben. Dunkelbraun, schwarz, ein dunkles Violett, hell lila, rot-violett, weiß, grau und farblos. Ich lege die Farben ein bisschen zur Seite. Dann nehme ich Encaustic-Papier. Ich habe mich auch heute wieder für die Größe DIN A5 entschieden. Dann brauchen wir den Baum nicht ganz so klein machen und ihr könnt es auch besser sehen. Damit der Jacaranda-Baum so richtig schön prachtvoll rauskommt in seiner vollen Blüte, halten wir uns mit dem Hintergrund ein bisschen zurück. Wir nehmen das Maleisen und schmelzen zuerst mal ein bisschen farblos auf. Und damit sättigen wir uns jetzt das Encaustic-Papier schon etwas ab. Dann nehmen wir ein ganz bisschen Grau und ein bisschen Schwarz. Ganz bisschen Weiß und auch noch mal wieder viel farbloses Wachs. Wenn wir es nicht ganz so farbgewaltig haben wollen, dann geht man mit dem Maleisen ein paar Mal über dieselbe Fläche und dann nimmt man wieder ein bisschen Wachs ab. Also so gefällt mir das jetzt. Dann können wir weitermachen. Jetzt beschäftigen wir uns hier mit dem Boden. Dann nehmen wir ein bisschen Grau, ein bisschen Schwarz, Weiß und auch ein bisschen farblos. Und setzen das hier so in einer Wellenbewegung auf. So, ich zeige euch mal das Zwischenergebnis. Das sieht jetzt so aus. Dann nehmen wir uns ein Blatt, falten das. Ich nehme das immer ganz gerne so als Fingerschutz. Legt das unter die Karte, nehme das Maleisen und mach mir hier den Saugeffekt zunutze. Eisen aufsetzen ohne Wachs und hochziehen. Dann kriege ich hier ein bisschen Landschaft. Hier unten. Und hier ganz unten mache ich die Landschaft jetzt noch ein bisschen dunkler. Dadurch kriege ich mehr Tiefe ins Bild. Dann nehme ich jetzt noch ein bisschen mehr Schwarz. Grau, Weiß und setzt das hier vorne hin und noch einmal den Saugeffekt, Maleisen nehmen ohne Wachs, draufhalten, abziehen. So sieht jetzt unsere Karte bis jetzt aus. Und dann kümmern wir uns erstmal um den Stamm des Jacaranda-Baumes. Dazu nehmen wir unseren Malpen, nehmen die braune Wachsfarbe, stecken den Pen in das Wachs, sodass das Wachs sich hier hochzieht im Pen. Und dann wieder beim Malen abgegeben wird. Ich setze jetzt den Baumstamm respektive die Wurzel des Stammes nicht hier oben hin. Der soll hier ja nicht so hier oben stehen, dann kann ich ihn nur ganz klein machen. Dann wirkt er sehr weit weg. Ich setze ihn hier jetzt hin, mitten ins Bild. Vielleicht so ein ganz bisschen weiter rechts, dass er nicht genau mittig sitzt. Und auch ruhig ein bisschen knorrig machen.
Bloß nicht den Stamm so ganz gerade. Kann auch ein richtig schöner, dicker Baumstamm sein. Und dass man hier jetzt so ein bisschen die Striche sieht von dem Malpen, das ist auch nicht schlimm. Ein Baum hat ja Rinde und die ist auch nicht so ganz glatt. Hier will ich auch die Wurzeln in einem noch ein bisschen mehr rausarbeiten. Da kann ich nachher noch mal mit dem Saugeffekt wieder ein bisschen drüber gehen. So, dann geht hier mal ein Ast. Die Äste, die zuerst aus dem Stamm kommen, die sind ein bisschen dicker. Je höher wir nach oben kommen, desto dünner werden die Äste. Und natürlich diese kleinen Verästelungen sind auch wieder ein bisschen dünner als die Hauptäste. Und da unser Jacaranda-Baum nachher richtig prachtvolles, viel, viel prachtvolles Laub kriegen soll, müssen wir auch jetzt gar nicht alle Äste ausmalen. Da kommt ja nachher sowieso das Laub drüber, da können wir so ein bisschen mogeln. Hier mache ich noch mal eine Gabelung. So, damit unser Baum jetzt noch ein bisschen 3D-mäßiger wird, nehme ich das Weiß, mache eine Seite ein bisschen heller. Wenn ich mit Weiß hier jetzt mit dem Pen wieder über das Braune gehe, dann wird das Braun hier angeschmolzen und dadurch entsteht hier jetzt so ein helles Braun. Und jetzt entscheidet sich auch, ob ein Zweig von vorne kommt oder ob der Zweig von hinten kommt. Wenn ich jetzt hier das Weiß so durchmale, seht ihr, kommt dieser Zweig automatisch von hinten. Wenn ich hier oben das Weiß auf den Ast lege und das dann hier so in den Stamm reinziehe, dann sieht man, dass dieser Ast von vorne kommt. Der soll auch von vorne kommen. So, und die Gegenseite, die machen wir jetzt mit Schwarz noch ein bisschen dunkler. Auch hier unten bei den Wurzeln noch ein bisschen dunkler. Unter den Ästen
nehme noch mal ein bisschen Weiß. Jetzt hier noch ein bisschen Struktur in meinen Baumstamm. So, und jetzt kann ich mich schon mit dem Laub beschäftigen. Dazu baue ich erst das Mahleisen um. Ich mache hier den Verschluss auf, ziehe unseren Griff raus, drehe das Eisen um, setze es in den Griff. Habt ihr das gehört? Es arretiert, dann ist das Eisen ganz fest und dann habe ich eine Mahlplatte. Und auf der Mahlplatte schmelze ich mir jetzt das Wachs an. Ich nehme erst das dunklere Violett und da schmelze ich mir ein bisschen Rotviolett rein. Ich brauche jetzt einen richtig schönen dunklen Ton. Nimm ein kleines Encaustic-Schwämmchen, tupf mir da ein bisschen von dem Wachs und tupf es dann hier auf meine Baumkrone. Damit gestalte ich mir jetzt so erstmal die komplette Baumkrone. Dass der Baum nachher eine richtig schöne Tiefe kriegt. Deswegen nimmt man jetzt erst die dunkle Farbe und da kommt nachher helle Farbe obendrauf. Das heißt, die Blätter, die außen sind und die oben am Baum sind, die kriegen das meiste Licht und deswegen muss es da natürlich heller sein. Und wenn ihr schon mal so in einen Baum reinguckt, in die Baumkrone reinguckt, das erscheint natürlich viel, viel dunkler. So, hin und wieder müsst ihr da auch mal ein bisschen durchgucken können, dass der Hintergrund durchblitzt, also nicht die komplette Krone zumachen. Hier gehe ich mal so ein bisschen in den Anschnitt, das heißt, dass der Baum auf dieser Seite nicht ganz dargestellt wird, aber das macht es ein bisschen spannend. Ich muss noch mal wieder ein bisschen Farbe nachladen. Hier auch noch ein bisschen. Wir können auch hier ein bisschen runtergehen. Diese Jacaranda-Bäume, die sind in Wirklichkeit ja riesengroß, wenn das schon etwas ältere Bäume sind und so prachtvoll. Es gibt ja Orte, in denen es richtig viele Jacaranda-Alleen gibt. So, das reicht mir erstmal. Mit dem dunklen Wachs. Ich zeige euch jetzt mal das Zwischenergebnis. So sieht mein Jacaranda-Baum jetzt aus. Und jetzt nehmen wir uns mal die äußeren Blätter vor, sprich die etwas helleren Blätter. Dazu schmelze ich mir ein bisschen von dem helleren Lila auf. Also ein bisschen Rotviolett damit rein. Ein bisschen Weiß. Und dann gucke ich mal, wie mir die Farbe so gefällt. Und setzt die jetzt hier vor. Nicht überall, das Dunkle muss durchblitzen. Und auch das Schwämmchen mal drehen. Nicht immer so dieselbe Stelle nehmen zum Tupfen, sondern das Schwämmchen immer mal drehen. Sonst hat man nachher das überall gleich aussehen. Das ist nicht schön. Macht mir richtig Spaß gerade.
Wenn man das Gefühl hat, es wird ganz gut, dann macht es natürlich auch besonders Spaß. So, noch mal ein bisschen Farbe nachladen. Bisschen Weiß noch damit rein. So, an einigen Stellen mal ein bisschen mehr auftupfen, dann gibt das so Laubgruppen. So, jetzt nehme ich noch ein bisschen hellere Farbe, also ich schmelze da noch mehr Weiß rein und setze hier oben noch ein bisschen helleres Wachs, um noch ein paar Lichteffekte zu erzielen und um noch mehr 3D-Effekt zu kriegen. So, die setze ich auch noch, diese hellen Farbtupfen. So, dann nehme ich noch mal ein bisschen von dem Dunkelviolett und dem Rotviolett und lasse hier unten auch ein bisschen Laub auf den Boden fallen. Entschuldigung, ich meine Blütenblätter und nicht Laub. Und noch ein paar helle da rein. So, das reicht mir. Jetzt schmilze ich mir noch ein bisschen dunkle Farbe auf. Dann nehme ich einen alten Pinsel. Das ist ein alter Borstenpinsel. So, den mache ich mir mal wieder ein bisschen gängig hier. Das geht ganz schnell mit der Hitze. Und dann nimmt der das Wachs auf, dann nehme ich einen zweiten Pinsel, dann nehme ich den Stiel und mache jetzt so kleine Spritzer auf mein Bild. Ich finde, das gibt nochmal so einen besonderen Effekt. Hier auch ein paar. So, das reicht. Das war's. Unser Jacaranda-Baum zeigt seine volle Blüte.